Und wir schauen nach Moskau. Von dort ist zugeschaltet unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, der NATO-Gipfel beginnt und schon vor dem Start gab es diese Einigung mit Erdogan. Schweden wird also Mitglied in der NATO. Gibt es schon Reaktionen darauf aus Russland? Nein, ich habe noch keine offizielle Reaktion von Dmitri Peskow, dem Sprecher des russischen Präsidenten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Russland das erwartet hat, dass die Schweden früher oder später NATO-Mitglied werden. Denn man geht hier davon aus, dass innerhalb der NATO genau das passiert, was die Amerikaner wollen. Und Erdogan da sich widersetzen kann, seine Spielchen spielen kann, aber letzten Endes eben genau das zu tun hat, was Joe Biden vorgibt. Deswegen ist das hier keine Überraschung. Russland wird darauf reagieren mit einer stärkeren Truppenpräsenz im Nordwesten des Landes. Die Finnen sind ja schon NATO-Mitglied. Da haben die Russen eine gemeinsame Grenze von rund 1340 Kilometern. Und da hat man hier angekündigt, auch durch Dmitri Medvedev, den ehemaligen Präsidenten, dass dorthin jetzt auch Iskander-Kurzstreckenraketen verlegt werden, also Raketen, die auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückbar sind. Und weder Finnland noch Schweden gehören zum primären Einflussbereich Russlands. Also von daher wird das Ganze hier, wie ich gesagt habe, ohne große Aufregung aufgenommen. Wenn es also um diese beiden Staaten geht, wenn die Ukraine NATO-Mitglied werden würde, wäre es natürlich was ganz anderes. Da würde man hier im Kreml toben.